Die Orgel der Lutherkirche in Bruchsal wurde in zwei Abschnitten von dem renommierten Orgelbauer Steinmeier erbaut. Im Jahr 1950 wurde die Orgel in einem ersten Abschnitt neu aufgestellt. Erfolgte eine Erweiterung der Orgel mit einem Schwellwerk und zusätzlich mit einem steil disponierten Kleinpedal. Der Betrieb erfolgt elektropneumatisch, wobei große Doppelblasebälge, die wir nachher noch sehen werden, eine stabile Windversorgung gewährleisten. Der Spieltisch wurde mit dem ersten Bauabschnitt bereits als dreimanualiger Standardspieltisch geliefert. Die Erweiterung betraf so nur Ergänzungen innerhalb des Orgelgehäuses, das wir später auch noch sehen werden. Erfolgte die erste große Überarbeitung des Instruments. Trotz der in die Jahre gekommenen Technik beeindruckt das Innenleben mit einer erstklassigen Verarbeitung, die wir uns später auch noch anschauen werden. Wir werden gleich in das Innere der Orgel steigen. Die innere Organisation des Instruments lässt eine gute Wartung in allen Bereichen zu. Die weitläufige Aufstellung der Werke über die gesamte Emporenbreite trägt einer guten Klangentfaltung Rechnung. Während der Überarbeitung wurde die gesamte Elektrik, der Spieltisch und Teile der Windanlage renoviert. Dichtstoffe wie zum Beispiel Schaumstoff wurden gegen haltbare Filz bzw. Ledermaterialien ausgetauscht. Klanglich wurde die gesamte Orgel nicht verändert. Ich erinnere mich jedoch an die Schärfe der hohen Stimmen und die Härte mancher Klänge. Dies wurde etwas gemildert, mittlere Klangbereiche angehoben, sodass die Orgel in Teilen jetzt etwas wärmer, runder ausintoniert erscheint. Die Klangvielfalt der Lutherkirchenorgel wurde auch durch die Belegung der Leertasten durch verschiedene Oktavkoppeln erweitert. Gehen Sie also ruhig einmal an jedem ersten Samstag im Monat Punkt 12 in die Lutherkirche. Dort können Sie bei Orgelmusik entspannen und den Alltag vergessen. Zurzeit werden weitere Erneuerungsarbeiten durchgeführt. Es werden nämlich die beiden Blasebälge restauriert. Zu diesem Zweck sammelt der Orgelbauförderverein der Lutherkirche unter dem Vorsitz von Hans Rippstein und Barbara Ludwig Spenden zur Unterstützung der Instandhaltung, denn in 10 bis 15 Jahren müssen die dann verschlissenen Teile des zweiten Bauabschnitts von 1962 restauriert werden. Kosten geschätzt ca. 30.000 Euro. Wir befinden uns nun bereits im Inneren der Orgel. Das Erdgeschoss sozusagen
beherbergt die gesamte Windanlage, also die Blasebälge, die Luftleitungen und die Elektrik. Da sind das alles Luftzuführungssysteme? Ja, genau. Windkanäle, sagt man dazu. Ah ja. Das ist nun einer der Blasebälge, die ausgebaut werden müssen. Vor dem Ausbau muss der Luftdruck, der Winddruck, wie die Orgelbauer sagen, gemessen werden. Was haben Sie jetzt gemacht? Wir haben den Winddruck gemessen. Aha. An der Messstation. Wir müssen ja die Steine wieder richtig frei positionieren. Aha. Das sind die Steine, von denen soeben gesprochen wurde. Sie dienen dazu, den Blasebalg wieder herunterzudrücken. Zu was sind denn die Steine eigentlich gut? Da wird Gewicht erzeugt, um einen Winddruck zu erzeugen. Ach so. Also fährt hoch und die Steine wird entsprechender Druck erzeugt. Wir rechnen immer in Millimeter Wassersäule. Ja. Das sind dann, was haben wir da, 60 Millimeter Wassersäule, 0,6 Bar so in dem Teil. Ah ja, ja. Schon nicht so arg viel. Hier wird am nächsten Blasebalg der Winddruck gemessen. Wie wir soeben erfahren haben, sind das nur 0,6 Bar. Das Ganze wird für den späteren Einbau markiert. Bei diesem wird für den Ausbau ebenfalls die Luft abgelassen. Nun ergibt sich das Problem, wie man diese sperrigen Blasebälge aus dem Unterbau der Orgel hinaus transportiert. Zum Abtransport der Blasebälge müssen denn auch einige Pfeifen an der Frontseite der Orgel entfernt werden. Also? Dann sind sie einhängt in da so ein Ding oben an, so ein Mensch, wo so eine Nase einhängt. Mhm. Die Lücke an der Front ist nun groß genug und man hat Einblick in das Innere der Orgel. Wir schauen auch mal gleich hinein und sehen eine unüberschaubare Anzahl von Orgelpfeifen. Wir befinden uns nun sozusagen im Obergeschoss der Orgel, direkt über der Windabteilung. Es werden immer mehr. Thank you.
Wir gehen mal auf diesen Stegen im Inneren der Orgel herum. Das sind Tausende, genauer gesagt 3097. Die Pfeifen haben Bezeichnungen wie Prinzipal, Subbass, Zartbass, Quintbass, Oktavbass, Flötbass, Choralbass, Bauernpfeife, Stillposaune, Trompete, helle Trompete, Spitzflöte, Gemshorn, was gibt's noch? Rohrflöte, Schwegelpfeife, Spitzquinte, Zimbel, Gemshorn, Nachthorn, Blockflöte, Fagott, Klarinette und so weiter und so weiter. Bei diesen kleinen Pfeifen ist gut zu erkennen, wie die Luft zugeführt wird, nämlich durch die sich unter dem Brett befindlichen hölzernen Kästchen. Und das ist schließlich die Verkabelung all dieser Kästchen, die Luft vom Blasebalg zu den einzelnen Pfeifen zuführen, sobald am Spielpult eine Taste gedrückt wird. Das wär's denn auch für heute. Ich hoffe, der Einblick in eine Orgel hat Sie auch interessiert.